Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty World at War. Wir waren hier gerade mitten im Kampf, mitten im japanischen Bunker. Um die Schlitzis hier wegzukratzen. Und, klingt rassistisch, ist aber nur zum Spaß. Ihr kennt mich ja. Ihr scheiß Verschuss, die ja alle auch zu Hitler kämpfen, halten. Stellt euch mal vor, ihr hättet mit Hitler gewonnen, ey. Dann wäre eure Welt nicht so, wie ihr sie träumt. Wie ihr sie wollt. Da wäre sie nicht so wie heute. Also ergebt euch lieber. Hitler war ein Arsch. Ich meine, das ist ja auch relativ eigentlich. Denn das Einzige, was Hitler schlimm gemacht hat, war eben die Behindertenvernichtung, die Judenvernichtung. Und ich glaube, das ist hat gar nichts damit. Also, da habe ich mal Gedanken drüber, weil ich denke viel beim Kacken. Haha, Spaß. Aha, der kam flach. Flachlegen. Hitler, der war ja eigentlich... Der hat nur produktiv gedacht eigentlich. Außer... Und ich glaube gar nicht, der hatte einen Hass gegen Juden. Ich glaube eher... Das ist ja so ein berühmtes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Nehmen wir mal an, ich stehe auf dem Vibe. Wenn ich was mit der gemeinsam habe, zum Beispiel wir mögen beide Pferde, dann habe ich bessere Chance bei ihr. Also dann passen wir eher zusammen. Aber wenn wir beide etwas gemeinsam haben, wenn wir etwas nicht mögen, zum Beispiel wenn wir einen gemeinsamen Feind haben, dann, also wenn wir einen gemeinsamen Feind haben, dann passen wir noch besser zusammen. Also dann nicht passen wir nochmal, sondern schweißt das uns noch besser zusammen, denn dann können wir gegeneinander, zueinander gegen diese Personen vorgehen. Und Hitler hat das wahrscheinlich gewusst, wie die Menschen ticken, und hat sich das zum Vorteil gemacht. Er hat sich einen gemeinsamen Feind für das deutsche Reich, für das deutsche Volk gesucht, um die dann, die Deutschen natürlich dann komplett zusammenzuschweißen. Natürlich hat auch viele deutsche Gegner dagegen gegeben, ist ja auch richtig so, weil die Menschen, die dazu stehen, die müssen einfach krank sein, meiner Ansicht nach. Ich meine, oft konnten die nichts dagegen machen, aber trotzdem. Es ist krank, wenn man dazu steht, die Juden zu vernichten und oder die Behinderten. Und die Behinderten ist ja auch nur so eine Sache. Man sagt, das ist krank, das ist ja auch krank. Es ist ungerecht, es ist nicht menschlich, es ist einfach nur abartig. Aber der Freak, dieser kranke Typ mit Parkinson da oben, der hat produktiv gedacht. Denn Behinderte sind einfach nur, also einmal die Juden vernichtet, hat der als Feinde gesucht, wahrscheinlich gehe ich davon aus, weil er die deutsche Macht zusammenschweißen wollte, die Deutschen besser vereinen. Und die Behinderten hat er logischerweise nur vernichtet, weil man sich um Behinderte kümmern muss, weil Behinderte nicht produktiv sind für das deutsche Reich. Nehmen wir mal an, du bist ein kräftiger, sag ich mal Deutscher, hört sich jetzt arisch, sag ich einfach mal, junger Mann und arbeitest. Du bringst dir natürlich mehr ein, wie so ein Behinderter. Ein Behinderter ist, soll jetzt nicht gemein, aber es ist ja ehrlich so. So ein geistig oder auch körperlich Behinderter, der ist ja kontraproduktiv, der kostet ja nur den deutschen Staat was, und das wollte dieser kranke, psychopathische Hitler nicht. Oha, geil. Metzel, 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 Metzel. Warum explodiert das Auto nicht? Jawohl. Yeah, MGs, 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 ich liebe MGs. Kühl ab. Yeah, auf jeden Fall. Der hat ja nur produktiv gedacht. Aber das Problem, also genauso wie Autobahn. Das war produktiv gedacht. Das war nicht irgendwie, ja, wir brauchen Arbeit, bauen wir mal eine Autobahn. Der wollte ja eigentlich nur die Panzer ins andere Land rüberbringen. Schneller. Also der wollte seine Armee besser ins andere Land schon mal vormarschieren lassen können. Ich meine, okay, er hat damit viel Innovation ins deutsche, in Deutschland gebracht. Autobahn. Aber wenn man es genau nimmt, sind solche Dinge, Autobahn bauen, waren ja gar nicht so schlimm. Das, was schlimm war, war ja eigentlich nur die Juden vernichtet. Der Krieg, der war auch nicht schlimm. Jeder große Führer macht Kriege. Zum Beispiel sogar Obama. Obama, der sagt, ja, der macht keinen Krieg, der will immer Frieden, ja. Aber ist euch mal aufgefallen, der hat Osama Bin Laden getötet. Okay, das ist ein Feind, aber der ist in ein Land, in ein anderes Land einmarschiert. Wahrscheinlich auch noch ohne die Genehmigung, glaube ich. Ich weiß gar nicht so recht. Und der ist in ein anderes Land einmarschiert und das ist eigentlich schon ein Kriegsgrund. Oder Iran, Irak, warum machen die das? Ja, von wegen, wir müssen diese Reichssachen da stoppen. Wir müssen einfach, die wollen einfach nur ans Öl und so. Also alle Herrscher sind kriegerisch. Und ich will jetzt, das leckt jetzt stark, tut mir wirklich leid für euch. Aber ich will jetzt wirklich mal wissen, wie ich die Panzer zerstören soll. Ich finde hier keine... Ah, ja, okay.
Wo sind die Rockets? Bestimmt unten. Vielleicht, hoffentlich. Nimm. Alter, ist das jetzt Uncharted? Call in another. Ach so. Rocket Strike. Hoppala. Ich wollte 6 drücken. Bam. Bringt zwar nichts, aber auf jeden Fall. Und das war zwar krank, aber es war produktiv. Und das ist ja das Schlimme. Deswegen haben sich die Deutschen ja auch so gut dazu verleiten lassen. Weil die das gut fanden, was dieses behinderte Stück Scheiße gemacht hat. Der war ja wirklich krank. Der hatte Parkinson. Der war Vegetarier am Ende seines Lebens, weil... also die letzten Jahre seines Lebens war der Vegetarier, weil er schwere Verdauungsprobleme hatte. Er konnte Fleisch nicht so gut verdauen. Also Magenprobleme. Dann, also Parkinson, da wurde er immer zittert. Dann war er schwer medikamentenabhängig, weil er Schmerzen hatte wegen seinen Zähnen auch. Und er war ein richtiger Junkie von Medikamenten. Er war nur noch auf Droge quasi. Der dachte ja, die Russen, also die Sowjetunion, die standen Kilometer von Berlin. Ich habe mir vor kurzem ja erst den Film Der Untergang angeschaut. Nein! Shotgun nach. Interessiert keinen. Der dachte wirklich, dass der die Rote Armee, also die Russen, einen Kilometer vor Berlin zurückschlagen könnte. Ich lasse das Video jetzt Ende laufen und dann beende ich die Folge. Machen wir den nächsten weiter. Taking this airfield is our only priority, whatever the cost.